warum er der Einzige ist, dem es erlaubt war, für 60 Haching und die Bayern zu spielen, erklärt uns Manni Bender. Übrigens, reicht's eigentlich noch für eine echte Bender-Bananenflanke? Blue Box. Präsentiert von Die Bayerische. Ja, servus, lieber Manni, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ebenso. Hallo, servus. Servus. Du bist echt Münchner Kindl. Du bist in Giersing aufgewachsen, oder? Ja, ich bin in der Nähe vom Englischen Garten, chinesischen Turm, also Luftlinie, würde ich mal sagen, 400 Meter, auf die Welt gekommen und dann aufgewachsen. Ja, Kroneplatz, Rheintaler Straße und Fußball gespielt früher, also nach der Schule immer am Sechserplatz. Ja. Ja, was verbindest du so mit Giersing oder mit der Grünwalder Straße, jetzt wo du mal wieder da bist? Ja, guck mal, das ist klar, wer in Giersing ist, der denkt natürlich an Stadion, 60er. Ja, das ist ganz klar. Ich war ja damals ein Balljunge, oder Thomas Zander und die alle gespielt haben in der Zeit. Also ich habe mal ein Jahr auch in der C-Jugend gespielt bei 60, ein Jahr Balljunge gemacht. Also das komplette Programm mitgemacht. Ja, also in der Jugend bei den 60er, dann bist du zum Profi warm in Haching, gell? Ja, ich bin dann zu Unterhaching gegangen. Das war so Halbprofitum. Ja, und dann mit denen aufgestiegen in die zweite Bundesliga und dann ist das Angebot gekommen von Bayern. Ja, also du hast quasi alle Münchner Clubs mal ausprobiert. Ja. Wie dazu sagen, also ist das überhaupt so durchlässig? Oder wie geht das, dass man mal da spielt, mal dort, aber halt immer in München bleibt? Ja, Mann, ich darf das als Münchner Kindl. Ja. Ich glaube auch, dass ich, glaub ich, so ziemlich der Einzige bin, der bei allen drei Vereinen gespielt hat und auch in München geboren ist. Ja. Ja, und Mann, das ist natürlich, tue ich mir natürlich ein bisschen einfacher, weil ich weiß, mir ja viele immer fragen, was bist du jetzt, 60er oder bist Bayern-Fan und so. Aber dann habe ich da schon so meine Tricks, dass ich da schon immer in München gut durchkomme. Aber ja. Sagen wir so, momentan ist das Herz bei uns im Hause Bender sehr blau, weil mein Kleiner ja auch hier bei die in der U10 spielt schon seit 2 Jahren. Also der zieht noch nicht einmal Turnschuhe mit einer roten Sohle an. Also bei uns ist die Farbe rot verbannt worden im Haus. Manni, das höre ich sehr gern, aber ja. Ich würde tatsächlich dann noch mal genauer auf den Grund gehen und wir fangen gleich an mit deiner ersten Blue Box, die sich nämlich genau mit diesem Thema beschäftigt und da darfst du jetzt mal näher schauen. Aha. Was siehst du? Teller und zwei Gabeln. Ja, das sagt er jetzt noch nicht so viel, gell? Soll ich das rausholen? Ja, unbedingt. Gut. Hol du das raus, weil ich habe nämlich hier auch noch was. Und zwar, schauen wir her, einen schönen Kuchen. Ja, das fängt ja gut an. Ja, und ein Werkzeug habe ich auch noch, weil tatsächlich hast du mal in einem Interview versucht, jetzt wird es mathematisch, und zwar versucht, deine Sympathien für die Münchner Clubs in Prozenten aufzuteilen. Und jetzt darf mich das mal interessieren, das darfst du jetzt anhand von diesem Kuchen in Form eines Tortendiagramms uns gleich vormachen. Also wie, zu was für einer Zeit haben wir mich denn da gefragt? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht, aber ich frage dich jetzt. So, der erste Schnitt. Mhm. So. Und aufklären tue ich dann anschließend, oder? Ja, du kannst auch jetzt schon sagen. Oh, das wäre ein kleines Stückel. Aha. Ja, gut, zusammen, gut. So. So. So, und jetzt noch die Zuordnung, bitte. Blau, blau-rot, rot. Gefällt mir ganz gut, also, Manni. Also Haching Bayern. Ja, wie gesagt, man, jetzt ist natürlich klar, dass ich jetzt nicht so viel bei den Roten aufschneiden kann, ist ja ganz klar, weil bei uns im Hause Bender gibt es eine Ohrfarbe, das ist blau. Und zu Haching habe ich eigentlich schon immer Sympathien, also das ist sowieso ein sehr sympathischer Verein. Ja, gut, jetzt darf ich sagen, jetzt essen wir ein Stückel, oder? Dann putzen wir es gleich weg, die Bayern, ja, oder? Ja, du isst einmal die Bayern zusammen, weil ich mag es nicht. Schau mal, aber jetzt haben wir natürlich nur einen Teller. Genau. Soll ich da noch was runterschneiden, erklären, also die Hachinger noch gleich? Nein, Stickel, ich hätte gerne von den 60er Stückel. Die 60er. Das ist ein bisschen wie Weihnachten bei euch. Ja. Schau mal rein. Ja, gut. Ja. Der Werner entspannt auf einer Pylone. Unverkennbar. Da müssen wir in Führung gewesen sein. Ja, Werner, ja. Lorand, das darfst du gern als Teller benutzen. Schau mal, deine Gabel. Du hast einmal gesagt, Werner Lorand hat mich kaputt gemacht. Wir waren das gemeint. Ja, ich bin ja damals mit 30, ja, und war doch ein relativ erfahrener Spieler. Ich habe schon fast 200 Bundesligaspiele auf dem Buckel gehabt.
Und da habe ich dann schon ein bisschen eher gedacht, dass man hier so, dass der Werner so ein bisschen auf die erfahrenen Spieler ein bisschen schaut und denen einmal ein bisschen Schonfrist gibt, so à la Otto Rehhagel, der hat ja auch immer relativ erfahrene Spieler gehabt und hat die dann auch immer relativ gut hinbekommen, dass die fit waren. Und habe jetzt nicht gedacht, dass man dann jetzt am Montag, Dienstag da nochmal das volle Konditionsprogramm mitmachen muss, weil er halt doch gedacht hat, Routine, okay, der muss Samstag fit sein, da seine Leistung abrufen. Aber dem war nicht so. Wir haben dann alle das komplette Programm durchgezogen mit den 18-, 20-Jährigen. Und dann, das hat mich dann ein bisschen körperlich kaputt gemacht. Und dadurch habe ich dann immer viele Verletzungen gehabt und war halt auch krank. Und, ja. Mhm. Und sonst hätte ich schon bestimmt mehr Spiele machen können für die Löwen. Aber im Endeffekt war es halt dann schon wirklich das Trainingsprogramm, was mich dann kaputt gemacht hat. Aber war das tatsächlich nur so körperlich anstrengend oder wie war das mental? Ja, mental war es jetzt, glaube ich, eher das Klären, dass der Druck da ist und wie der Werner trainiert, das hat man ja gewusst. Aber ich hätte schon gedacht, dass er ein bisschen mehr mit Auge auf die erfahrenen Spieler schaut. Aber das war schon das rein Körperliche. Ja. Bei uns sind ja die Kibitze draußen gestanden und haben reingerufen, Werner, das reicht, die sind alle schon ganz weiß im Gesicht und so, hör auf damit. Und er hat dann gesagt, pah, das ist mir egal. Ja, bevor jetzt noch mehr Kuchen ist, darf ich sagen, ich gebe dir die nächste Box. Schau mal, da darfst du mal reinschauen. Schauen wir mal. Aha. Thermostat oder was? Thermostat. Nein, das ist ein Mikro zum Aufnehmen. Und zwar ist es einfach nur die Überleitung dazu, dass du ja auch einen eigenen Podcast inzwischen hast. Offensichtlich nimmst du nicht mit so einer Art von Mikrofon auf. Nein. Aber also was ist da deine Motivation für den Podcast oder was machst du da? Ja, ich habe jetzt im Laufe meiner Fußballkarriere und anschließend als Trainer oder jetzt wo ich dann ein Markenbotschafter bei der einen oder anderen Firma war oder jetzt bin ich ja momentan Direktor Sport bei 8020, das ist Unternehmensberatung in Ingolstadt, die ein Büro in München haben. Und habe mir natürlich ein relativ großes Netzwerk aufgebaut und unter anderem wird einmal im Jahr ein Event veranstaltet, was ich mitorganisiere oder was ich ins Leben gerufen habe, die Peak Performer, wo man lauter Top-Sportler und auch Top-Leute aus der Wirtschaft einladen. Es ist ein reines Networking-Event, das machen wir immer auf der Maialm in Kirchberg, Tirol. Und da habe ich natürlich ein relativ großes Netzwerk an Sportlern und interessanten Leuten und dann sind wir da auf die Idee gekommen vor einem Dreivierteljahr. Du kennst ja so viele Leute und so viele Sportler und reden kannst du auch und du hast nicht Interesse, da einen Podcast zu machen. Also, oh, puh. Podcast ist jetzt, glaube ich, so 1:1 jetzt Fragen stellen und dann habe ich gesagt, vorstellen könnte es mal, aber ich würde Unterstützung brauchen. Dann haben wir jetzt einen Bernhard Fleischmann, einen Fleischer von Antenne Bayern und was früher Bayern 3 war, Morning Man, den haben wir dann als Unterstützung nur geholt. Wenn jetzt mein prominenten Sportler fragt, dann heißt es, was hast du so für Erfolge gehabt, erzähl mal, dann ist es ja immer blöd, wenn dann ich so, ja, meine Erfolge waren, ich habe das erreicht und deswegen haben wir dann nur Unterstützung geholt, dass also ich quasi immer meinen Gast frage und dann der Fleischi, der hat dann immer mich gefragt oder was wir so angestellt haben oder was ich für Geldstrafen gekriegt habe, wenn jetzt Giovanni Elber war bei mir, Felix Neureuther, ja. Magdalena Neuner, Armin Fee. Genau. Aber wie ist dir selber in deiner aktiven Profisportlerzeit gegangen? Hast du darauf geachtet, was du öffentlich sagst? Oder hast du eh immer schon geredet, wie der Schnabel gewachsen ist? Ja, ich weiß noch, dass früher sind dann die Reporter oder nach der Karriere sind sie dann einmal hergekommen und haben gesagt, sie haben immer Order bekommen, schaut, dass ihr den Bänder kriegt ja, nach dem Spiel, weil dann kriegt ihr wenigstens schöne Antworten und lustige oder mal. Und jetzt weiß ich, wieso die dann immer das Spiel abgepfiffen haben, wieso dann immer schon ein, zwei Reporter da gestanden sind und gesagt, Mani, was ist los war. Und dann habe ich natürlich auch, sagen wir mal so, die Diplomatie ist in dieser Zeit ein bisschen zu kurz geraten bei mir. Ja. Ist aber mittlerweile besser geworden. Ja. Gut, du musst natürlich auch eine Challenge hier machen, das gehört ja dazu. Keine Angst, du musst da nichts reinsingen oder sonst was, ja, genau. Sondern tatsächlich gibt es noch eine weitere Box, die ich dich jetzt bitten würde zu öffnen. Da schauen wir rein. Ein Plakat. Zwei hübsche Mädels. Ja. Bend it like Bender. Sagt er das Bend irgendwas? Nein. Also das ist ein Filmplakat und das heißt eigentlich Bend it like Beckham.
So heißt der Film, Kick It Like Stimmt, Beckham. Ja, Kick It, ja genau. Ja, genau, hat er dann in Deutschland geheißen. Und wir haben das umgetauft, Band It Like Bender. Cool. Darf ich das dann behalten? Ja, das gehört dir. Und es spielt natürlich nicht nur mit deinem Namen, sondern Band It Like Bender, auch weil du natürlich bekannt dafür warst, für diese wahnsinnigen Bananenflanken immer. Das ist ja so dein Markenzeichen gewesen, oder? Ja, nach Manni Karlsruhe, glaube ich, so der zweite in der Bundesliga, der ein oder andere Reporter hat dann auch schon mal gesagt, dass die Flanken vom Manni Karls sind faules Obst gegenüber meiner Flanken, Bananenflanke. Ja, Manni, wir wollen natürlich sehen, was du noch drauf hast und ging ja auch gleich noch auf den Platz raus. Ich weiß, du bist ein bisschen angeschlagen, gell? Aber wir schauen, dass das trotzdem hinhaut. Stichwort Nummer eben, Bananenflanken. Fallen dir noch irgendwelche besonderen Situationen ein, jetzt gerade aus deiner Zeit hier bei 60? Natürlich, ich habe mal einen Freistoß in Bremen habe ich mal direkt verwandelt. Da haben wir gewonnen mit 60 in Bremen. Dann war mal Eckball dabei. Ja, genau, gegen Gladbach war das. Da ist der Effe am kurzen Pfosten gestanden. Dann habe ich die Ecke war relativ scharf und er wollte dann klären. Und hat ihn dann mit seinem Linken hat ihn dann oben ins kurze Eck eingeschlagen, haben wir, glaube ich, auch 1-0 gewonnen. Also das sind so die Szenen, was mir so auf die Schnelle einfallen, wo er ein bisschen mit den Freistößen und Ecken dabei war. Ja, und jetzt natürlich gerade in München besonders interessant. Wie schaut es aus mit den Derbys? Hast du da noch irgendeine Erinnerung? Vor allem, weil du ja alle Clubs kennst. Derby bin ich auch bei dem legendären 3-3 gegen Bayern. Oder Carsten Janka und Bernd Mayer, Gott habe ihn selig, wo hinten den Ball abgeluchst hat und dann da war ich schon Richtung Mittellinie unterwegs und auf einmal jubelt das ganze Stadion. Und dann, was ist denn jetzt los? Also, Bernd hat noch gerade in der Hand gehabt und dann habe ich auch erst nach dem Spiel dann erst die Szene gesehen, wie das eigentlich da zustande gekommen ist. Und einmal hat mir der Werner Lorand um ein Derby gebracht, ja, weil da hat er dann eine Woche, also Montag war Training und am Samstag war es Derby und dann hat er gesagt, und ich möchte keinen sehen, der irgendwelche Artikel macht mit dem Bayern-Spieler und so. Und in München, also die Friseure geben den Bash, wo der eine der Bayern-Fan ist und der andere ist der 60er-Fan. Und wir hatten es aber schon eine Woche vorher, haben wir da schon die Fotos gemacht und alles für die Story. Ja, der eine schneidet der 60er, hat mich geschnitten, der Ralf, und der Robert hat einen Bratzo geschnitten. Ja, und dann ist halt am Samstag ist halt dann die Story drin gewesen, ja, vor dem Spiel. Ja, war es dann überall drin, oder wo wir zwar dann am Friseur sitzen und Bayern, Brazzo, Salihamidzic und Manni Bender bereiten sich aufs Derby vor. Und ich war damals Stammspieler und dann ist Sitzung und dann Mannschaftsaufstellung drauf, kommt dann ich nicht drauf, Bank auch nicht drauf. Und dann bin ich halt hier und was ist denn los? Ich habe doch gesagt, keine Artikel. Ja, der Trainer, das war ja schon vor 14 Tagen, das ist mir ja wurscht. Dann hat mich einfach gar nicht aufgestellt, hat mich einfach rausgeschmissen. Aber das ist schon bitter, oder? Ja, natürlich ist das bitter. Es gibt ja nichts Schöneres, als wie ein Derby zu spielen, wenn man vor allem, wie ich, in München geboren ist. Ja, aber wie ist es dann in München? Also wie reagieren die Münchner auf die? Vor allem, nachdem du ja eben die Vereine gewechselt hast. Wie waren denn da die Reaktionen dann? Das ist unterschiedlich. Ich meine, die anderen nehmen seit... So wie es halt ist im Fußball, die einen nehmen es positiv auf, die anderen ein bisschen negativer. Dem einen oder anderen, glaube ich, wird es auch egal sein. Ja. Ich glaube, entscheidend ist, dass man halt immer die Leistung bringt für den Verein, wo man halt gerade spielt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Gut, dann schauen wir jetzt mal, wie es um deine Leistung aktuell steht. Ja. Und gehen wir raus. Überraschen, ja. Ja, ich bin gespannt. Dann gehen wir mal raus zum Trainingsplatz. Ja, freue mich schon. Ja, Manni, jetzt wird's ernst. Wir sind auf dem Trainingsplatz und deine Challenge beginnt jetzt gleich. Wir wollen einfach nur mal der Meister der Bananenflanken, wir wollen die einfach nur mal in Action sehen. Da bin jetzt mal selber gespannt, was ihr da jetzt noch rauszaubert. Ja, aber ich wär alles geben. Haben wir es? Ja, Manni, vielen Dank, dass du diesen Spaß jetzt mitgemacht hast. Wir haben schon gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen. Also nächstes Mal sehen wir dann wieder eine Original-Bender-Flanke. Übrigens Bender natürlich, allgegenwärtig. Mit Lars und Sven hast du aber nichts
zum Tor? Nein, wir sind weder verwandt noch verschwägert. Aber ich glaube, der Sven wird sogar Manni Bender genannt, oder? Ja, genau. Das liegt aber schon an dir. Das liegt an mir, weil der im ersten Training, wo er in Dortmund war, muss er anscheinend einen Freistoß aus 25 Metern in den Winkel geschossen haben. Und dann hat der Klopp gesagt, oh, du schießt der Freistöße wie der Bender, Manni. Ab sofort bist du der Manni. Und seitdem hat mich der Klopp immer noch jetzt die letzten 10 Jahre im Gespräch gehalten. Ja, siehst du das? Genau, und wir vergessen natürlich nicht die Löwenfans auch. Es gibt nämlich wieder was zu gewinnen, ein Trikot. Und zwar unterschreibst du mir das jetzt gerne, bitte? Ja. Und das kann man gewinnen, indem man in die Kommentare schreibt, welcher Bender der richtige 60er-Bender ist. Schauen wir mal, was da rauskommt, gell? Schau mal, ich gebe dir einen Stift. Und wunderbar. Vielen gerne. Dank, Manni. Hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Servus.